der fette Arme oder der fette Friebe nach Konrad müsste Form der Funktion folgen. Erstaunlicherweise sind dicke Menschen ja viel funktionaler, weil nämlich sozusagen die Energieeffizienz, weil sie sich dem Kreis annähern, erstaunlicherweise effizienter ist. Ja? Das heißt, wir brauchen weniger Energie, um unseren Körper sozusagen warm zu halten im Vergleich zu großen, schlanken Menschen. Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall bei Porsche dabei. Also ich rede auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zu den Punkten, wo ihr so ganz munter gesagt hat, Konrad meinte, ja, also sie waren sich ja erstmal nicht sicher. Also Nikos hat darüber geredet und war davon auch begeistert. Ja, manchmal ist es hässlich. Er hat dann von Prunk und Pracht geredet und der Bürger wird eingeschüchtert und fühlt sich als Diener des Ganzen. Also erstmal wart ihr euch nicht sicher. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, der größte Grund, warum sich Bürger als Diener des Staates fühlen, ist typischerweise in öffentlichen Gebäuden, ja, der Wartemarkenautomat, ja, der einen sozusagen zu einer Nummer sozusagen degradiert und eben gerade nicht das zeigt. Denn jetzt sieht man ganz offensichtlich, die haben nicht nur keine Ahnung sozusagen von öffentlichen Gebäuden oder Kunst, sondern auch keine Ahnung von Kosten, was man ja schon gesehen hat. Es rechnet sich unsere Idee, ja, dass wir es weiterhin so machen. Gleichzeitig ist auch so, Marmorböden etc. sind davon gar nicht finanzierbar. Ja? Da gibt es trotzdem Millionen. Bei 1% sind das typischerweise kleine, bescheidene, moderate, anregende Kunstwerke. Das ist nämlich genau der Unterschied zu dem, was ich bei Konrad dann irgendwo zwischen den Zeilen als Staatsverständnis gezeigt habe, mit seiner Idee, so einen zentralen Fördertopf zu machen für einige Großprojekte. Das ist genau das Staatsverständnis von Dubai, von China, ja, phallusartige Burj Khalifas zu bauen, sozusagen, der Großmannssucht, die Pracht sozusagen in Stein zu gießen. Wir sagen gegen, wir wollen eben genau das Gegenteil. Wir sagen, unser Staatsverständnis ist halt pluralistisch, ist halt sozusagen kritische Reflexion zu sich selber. Und das haben wir gezeigt. Deswegen soll es gerade kleine, lokale Sachen sein. Ja, auch das Amtsgericht in Wuppertal, ja, soll sozusagen zum Denken anregen und eben gerade nicht sozusagen nur die großen Gebäude, die wichtigen Gebäude, ja, in Berlin. Das ist nämlich hier genau der Fehler. Das funktioniert nämlich anders. Und dass es sich rechnet, das wollte ich nochmal aufgreifen, weil das war ja Ihr Hauptpunkt. Ich bringe nur ein Beispiel, das sich so unglaublich gerechnet hat. Dafür kann man 10.000 andere kleine Kunstwerke finanzieren. Sie kennen vielleicht den Reichstag, das wäre jetzt ein großes Gebäude, ja, relativ bekannt. Was wurde gemacht, als man da wieder eingezogen ist? Da hat man eine Kuppel drauf gebaut von Sir Norman Foster, ja, einem Architekturkünstler. Das Interessante ist, diese Kuppel hatte besondere künstlerische Ansprüche. Die wurde nämlich transparent gemacht und die Besucher können da jederzeit drauf und können von oben auf die Abgeordneten sozusagen, die sich vertreten, herunterschauen. Und gleichzeitig fällt über Spiegel das direkte Sonnenlicht hinein sozusagen. Ein Symbol für die Transparenz, für die Durchlässigkeit unseres Staates. Das ist zum Beispiel angewandt worden. Und das Tolle ist, Millionen Besucher schauen sie sich jedes Jahr an. Ja, die stehen davor, die kaufen von den Eisverkäufern, ja, die nutzen die Taxiindustrie, nutzen Hotelübernachtung, zum Beispiel Intercity Hotels, das gibt es auch in Berlin, wie ich gehört habe. Das ist genau das, was es sich rechnet. Deswegen ist dieser Finanzpunkt zum Gießkannenprinzip. Nein, danke. Unser Staatsverständnis ist eben genau ein anderes. Wir glauben, wir brauchen Kunst. Wir glauben, Kunst ist essentiell für einen Staat und für seine Bürger, um sich damit auseinanderzusetzen. Und sie soll gerade im Kleinen anregen. Es geht eben nicht um die große Pracht, weil das nicht das ist, was wir als Demokratie sehen. Siehst du das anders? Nico, wenn du Kunstförderung willst, dann fördere Kunst gezielt. Du redest hier die ganze Zeit von einzelnen Fällen, die man auch anders fördern könnte. Warum ist gerade das Gießkannenprinzip das richtige Prinzip unseres Staates? Das richtige Prinzip ist vor allen Dingen das, dass der Staat eben nicht über eine Zielrichtung vorgibt, was Kunst sein soll und was wir an kritischen Denken haben. Gerade weil, das kann man ja logischerweise sehen, weil die Kommunalverwaltung beispielsweise, ja, in Lichterfelde zum Beispiel von der PDS besetzt ist und die natürlich Überraschung ein anderes Verständnis möglicherweise was sie zeigen, ja, und die darüber entscheidet, als zum Beispiel die CSU in Bayern. Das heißt, wir haben verschiedene pluralistische Meinungsbilder, deswegen brauchen wir die föderale, die lokale Ebene. Wir wollen eben gerade nicht, ja, dass sozusagen ein Staatsminister im Bundeskanzleramt Daumen hebt oder Daumen senkt, sozusagen, je nachdem, was er gut findet. Das ist genau das monarchische Verständnis, ja, dieses absolutistische Renaissancefürstenprinzip. Das finde ich schön, das baue ich mir hin. Wir glauben, das ist einem demokratischen Kunstverständnis nicht würdig. Konrad. Selbst wenn ihr überall in jeder einzelnen Stadt die Kunst fördern wollt, warum gibt ihr dann nicht jeder Stadt einen Pool, dass sie Künstler in dieser Ort fördert? Warum muss es genau an den Staatsgebäuden dran sein? Weil wir glauben,
dass gerade ein Staat über die Funktion eines öffentlichen Gebäudes, das ist das in Stein gegossene Selbstverständnis des Staates. Und gerade das ist besonders wichtig, keine Säulen, typischerweise gibt es das gar nicht, typischerweise, das kann sogar ein fetter Armor sein, ja, das ist typischerweise nicht irgendetwas, was die Pracht fördert, sondern zum Anregen ausdenken. Und warum sollten wir das an den Staatsgebäuden haben? Weil wir glauben, das ist ein essentieller Teil unseres Staatsverständnisses. Dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen, dass wir sozusagen in unserem eigenen sozusagen Hoheitsbereich, da, wo sozusagen die Staatsmacht sich symbolisiert in Form von Verwaltungshoheit, von Macht, ja, da nichts anderes als Staatsgebäude. Die sind Funktionsgebäude, Polizei, ja, ein Gericht etc. Da geht man rein, wenn man verurteilt wird oder wenn man als Zeuge vorgeladen wird, ja, da geht man zu einer Verwaltung, wenn man etwas von ihnen möchte. Die sollen natürlich auch mit sich mit denen auseinandersetzen, aber gleichzeitig genau das ist umso wichtiger, nicht nur für den Besucher, sondern auch zum Beispiel für den Beamten in der Mittagspause. Ja, der rausgeht, sich auf die Bank setzt und dann möglicherweise wir wissen ja, dass manche Beamte auch nicht die hellsten sind, aber gehen wir mal im Generellen davon aus, dass es eine ganze Menge von denen sind, ja, sich damit auseinandersetzen, zu sehen, okay. Und das kann nicht immer ästhetisch sein. Wir finden es schön, wenn es ästhetisch ist. Häufig ist es zugegebenermaßen nicht unbedingt dem klassischen ästhetischen Verständnis zugetan. Wir glauben, das ist aber relevant. Gerade auch zum Beispiel architektonische Brüche, auch das kann Kunst am Bau sein, ja, sozusagen, dass eine Ästhetik unterbrochen wird, wo man sich fragt, warum eigentlich? Finde ich das hässlich, ja? Kann dazu anregen, genau sich selber, sein Verständnis von Gesellschaft zu unterfragen. Zum Beispiel genau die Frage, warum diese Regierung es sich lustig findet, sich über Dicke, ja, sozusagen, das ist natürlich munter, ja, die nicht dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen, ja, der fette Amor, ja, an mir. Genau das sind zum Beispiel Fragen. Ist das unserer pluralistischen, demokratischen Mehrheitsgesellschaft sozusagen überhaupt verankert? Wollen wir das? Wollen wir sozusagen einen schlanken, schönen, effizienten Staat? Ja? Die Stromlinienförmigkeit der McKinsey-Berater, ist das, was wir wollen, liebe Freie Rinder, liebes Publikum? Ich glaube nicht. Deswegen dagegen. Vielen Dank.